Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Ja, eins vorweg, ich will ein kurz bisschen Zeit nehmen, um mit euch zu reden. Also ich habe in den Kommentar gelesen einmal, dass ich hätte die Mods ein bisschen zu hoch eingestellt und das Let's Play sah jetzt irgendwie LW. Okay, das mit den Mods nehme ich gerne zur Kenntnis, das mit dem LW. Kannst du in die Haare schmieren. Finde ich unangemessen. Bin ich ehrlich. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber ich finde, du kannst Kritik besser verpacken. Das geht immer. Und darum bitte ich, dass ihr halt sagt, hey, mir gefallen die Mods nicht, weil, keine Ahnung, Truppenstärke wird zu groß oder was auch immer. Ja? Okay, danke. Und ich habe jetzt ein bisschen die Einstellung runtergestellt, ich habe jetzt Truppenstärke runtergestellt. Es gibt ein paar Gründe, warum ich das gemacht habe und das liegt nicht an diesem Kommentar, okay? Bin nicht vergessen. Die Gründe erkläre ich gleich. Ich habe auch nochmal geguckt mit den Experience, ich habe da nochmal gesehen, weil hatte da nochmal was eingestellt. Aber ich glaube, das waren Standardeinstellungen, ich habe nur den Haken nicht rausgenommen. Ich habe dann nochmal, bei Hideouts, dass man da irgendwie mehr Dings hat, mehr Truppen hat, habe ich auch nochmal runtergestellt auf 15 tatsächlich, also 15 Leute können wir mitnehmen. Ich habe einige Sachen, die einfach dauern, mehr Prisoners und so, ich glaube, das hatten wir auch drin, weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich auch runtergestellt. Der Grund ist, es wurde irgendwann zu unübersichtlich. Ah ja, genau, die Companions und so, die wir noch haben, ne, also die da irgendwo rumrennen, habe ich alles runtergestellt, weil es einfach viel zu viele Truppen wurden. Also wir befanden uns in den letzten Folgen fast nur im Menü, haben geklickt. Und das zweite ist, neben den Companions, dass wir eben zu viele Leute hatten, die da rumgerannt sind. Und nicht, weil die zu stark waren, sondern weil die wurden ständig gefangen genommen und ich musste wiederum dann eben die Leute wieder, ne, musste immer ins Menü und so. Und das ist einfach zu viel. Also lieber keep it short and simple, habe ich gemerkt. Also ich verstehe auch, warum man sich so im Spiel jetzt entschieden hat. Also das ist auch der Grund und ich erkläre es nochmal ganz sachlich. Wir haben hier, also ich finde das Spiel noch ein bisschen disbalanced, also da fehlen hier und da noch ein paar Stellschrauben. Es ist einiges sehr, 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 sehr schwer und deswegen habe ich das gemacht. Und wollte gucken, was kann man wo vielleicht verbessern für uns hier im Let's Play. Dass es dann natürlich übertrieben wurde, war ein Test. Wie gesagt, kann man alles wieder runterstellen, ist ja alles kein Problem. Das ist der Punkt. So. Ich möchte noch eine kurze Sache sagen. Es wurde auch in dem Kommentar übrigens nur kurz geschrieben, ich würde viel zu wenig in Unterzahlkämpfe gehen. Also zwei Dinge. Das erste ist, werde ich in Zukunft auch nicht machen, solange ich nicht dazu gezwungen werde, weil das nicht mein Spielstil ist. Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt. Ich mag es nicht, wenn Leute da sitzen und mir etwas vordiktieren wollen. Ich hasse Backseat-Game. Denn, wenn ich in einen Unterzahlkampf gehe, bin ich schön blöd. Warum sollte ich das machen? Es gibt natürlich Möglichkeiten, Unterzahlkämpfe richtig in eine Varusschlacht zu gewinnen. Das haben wir auch mehrfach gezeigt. Aber ich mache es nicht. Es ist mir zu riskant. Ich verliere zu viele Menschen. Oder Soldaten. Und ich will selber nicht gefangen genommen werden. Und wenn euch das nicht interessiert, müsst ihr halt woanders gucken, okay? Punkt. Schreibt das nicht mehrfach in die Kommentare, mach XY. Ich werde es nicht machen. Das ist für mich klar. Danke. So. 4 Minuten haben wir jetzt gebraucht, um das zu klären. 4 Minuten weniger Let's Play für euch. Denkt dran, wenn ihr Kommentare schreibt, die kontrovers sind, lest nochmal drüber. Wenn ich euch drunter kommentiere, guckt, dass ihr das vielleicht präzisiert. Aber habt ein bisschen Anstand. Ich mag keine unanständigen Leute. So. Okay. Wo waren wir? Also ich habe schon ein paar Leute hier entlassen. Einfach weil es waren zu viele. Wir haben auch grundsätzlich noch zu viele. Es werden also noch ein paar gehen. Ich hoffe auch, also die Clan-Leute, die hatten ja auch die Möglichkeit, mehr Leute zu bekommen. Also bedeutet, das habe ich auch so austariert, weil ich will ja nicht einfach nur stärker werden, sondern ich will das austarieren. Bedeutet jetzt für uns in dem Fall konkret, ich glaube, die Truppenstärke ist ein bisschen erhöht.
Die Companions sind, glaube ich, auch noch ein bisschen erhöht. Ich muss auch, glaube ich, oh Gott, ich muss jetzt erstmal überhaupt in die Menüs wieder reinkommen. Hier im Clan sind die Leute weg. Nein, die sind nicht weg. Wir müssen die entlassen, weil wir haben nämlich von 9,29. Ich schmeiß die einfach raus. Das ist okay. Das ist okay. Übrigens ist das irgendwie komischerweise alles wieder auf Englisch zurückgekommen. I don't know why. Übrigens, wir schmeißen mal die... Ah ne, das ist ein Engineer. Der könnte auch nochmal ganz interessant sein. Ich schmeiß einfach von unten raus. Ist jetzt auch egal, okay. Wie viele dürfen wir haben? Okay. Misui, die Schnelle. Bardulf, der Hügel. Ja, wobei, die sind halt schon... Ach komm, wir nehmen einfach die raus, die unausgerüstet sind. Wir haben 17 noch. Tag hier. Longknife. Weil, also die auch ständig immer wieder da irgendwie rein zu quetschen und dann zu sagen, ja, darfst du jetzt angreifen, darfst du jetzt nicht angreifen. Guck mal, hier ist noch jemand. Radegurt, der kann auch weg. Noch zwei. Askyron, Duwain. Sind eigentlich alle cool, cool die Namen. Sarah Lind würde ich lassen. Ja, Mingus der Rote, naja. Der Ingenieur, der Falken. Können wir den Baiha raus? Wo soll die Hyäne? Malbert der Laute. Also ich weiß, ich verliere hier auch ein bisschen Geld, aber kommen wir den Mengos der Rote raus. So, wir haben... Ah ne, das wird sich auch gleich... genau, wir können 16 Holdings machen, das habe ich noch irgendwie so gelassen. Ne? Ja. Wir müssen gucken, wie wir das jetzt hinbekommen. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Das ist so mein großer Wunsch. Lassen wir es gerade mal kurz laufen. Das wird jetzt wahrscheinlich... Also es wird sich wahrscheinlich erst im nächsten... in der nächsten Runde wirklich... Also in der nächsten Folge wirklich geklärt haben. Ja, okay, gut, hier sind ein paar Leute. Ah, das kriegen wir hin. So. Ich würde auch ein bisschen Zeit quasi ablaufen lassen jetzt. Indem ich mich... Ach nee. Doch, kann ich. Ich kann die... Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Oh fuck, jetzt haben wir... Ich habe jetzt keinen Blick mehr. Wir haben gegen Britannien noch Krieg. Wir sind aber auch noch ein bisschen stärker. Ich frage mich, warum die Deutschmatt nicht mehr geht. Traurigerweise. Naja, egal. So, dann hocken wir uns hier hin und... Ja, wir dürfen hier. So, wir warten jetzt einfach mal ein bisschen. Weil jetzt natürlich alles so ein bisschen Bewegung ist. Wir bekommen Geld. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so unfassbar hohe Kosten. Ist halt auch ein Vorteil, ne? So, wie sieht's denn aus? Armies. Da sind ein paar Armies unterwegs. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt auch einpendeln wird. Vielleicht ist das schon eingependelt, weiß ich nicht. Party Size, genau, wir können... Oh, wir haben 8 von 4, wir können nur 4 machen. Was? 1, 2, 3, 4, 5... Okay. Genau, ein paar Mods sind ja wie gesagt noch mal drin und so. Ja, wir müssten da vielleicht ein bisschen langlaufen. Und die Leute vielleicht... Ja, hier bekommen wir mal wieder Gold. Er hat natürlich seine Vorteile. Was ich zum Beispiel noch mal reingemacht habe, dass man durch Leadership und so... sein Dings bekommt, seine Truppen erhöhen kann. Also es ist halt dementsprechend ein bisschen hoch, aber nicht mehr so hoch, wie es mal war. Also von daher, 800 war ja schon. Und hier haben wir gerade mal so 380 höchstens. Das ist okay. Also damit kann ich echt leben. So. I don't care, y'all you fight. So we fight then. Okay, Krieg. So. Infantry! Mounted Archriders! Follow me. Horse Bowman! Follow me. Die können. For yourself, soldiers! Soldiers! Move out! Das ist eine kleine Kompanie. Die können sich dahin verpassen. Ich meine, dass wir die platt machen werden, ist ja eigentlich klar.
sind denn die Gegner? Wahrscheinlich irgendwo in der Richtung hier. Bowman! Get moving, soldier! Move! Hä? Ich sehe keinen Gegner. Ah ja, hier. Uiuiuiui. Wenn die Leute da kommen, das wird lustig. Also die Schlachten werden auch nicht mehr so krass sein, also so unfassbar viele. Und wie gesagt, eine Sache werde ich noch immer nicht machen und das mich immer nur in Kämpfe reinstürzen. Einfach in irgendwelche Kämpfe. Das war niemals Ziel und wird auch niemals Ziel sein. Also am Anfang war es notgedrungen, es gab mal die ein oder andere Schlacht. Aber das war wirklich zu risky. Ich habe mir sehr häufig überlegt, warum ich das mache und warum nicht. Also, ne, bitte. Ich will da auch gar nicht für Verständnis bitten, sondern ihr müsst es akzeptieren. Ich spiele es so, wie ich Bock habe, ja. Komm, haut die mal um. Danke. Wenn ich nur wüsste, wo die sind. Oh, die sind da hinten irgendwo gewesen, seid ihr. My prisoner now. Oh, hier gibt es viele Truppen, ihr seht schon. Aber die kann ich alle nicht benötigen. Ich würde auch mal gucken, dass ich ein paar Prisoners verkaufe. Wir sind ja in der Nähe von der Stadt. Das kann ich aber mitnehmen. Ich meine, der Vorteil ist auch, so viele Pferde braucht man dann halt auch nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die sich dadurch auch verbessern. Also das Spiel ist nicht unbedingt auf so viel Leute... Ach nee, fuck. Haha. Kann da gar nicht hin. Ich muss nach Omo. Also das Spiel ist auf einiges gar nicht ausgelegt, so wie wir es vorhin mit den Anstellungen hatten. Also von daher... Och nö. Oh shit, ich werde Omo verlieren. Ich brauche Leute hier. Es kann dauern, ne, bis die da sind. Ich werde einfach alle konsequent einladen und dann können die hier gleich mal vorbeikommen. Hier. Okay. Zwei Truppen sind schon da. Und noch einer. Mit 600 kann man ja schon viel anfangen. Na, der Rest kommt gleich an. Der kämpft gegen Looter. Oh ja, und jetzt... wird's interessanter. Die Schlacht könnten wir tatsächlich führen, ohne uns irgendwie die Beine zu brechen. Achso, man kann ja auch, das wurde mir gesagt, genau. Das kann man nicht machen. Man kann die Moral verstärken. Ja, jetzt könnten wir auch angreifen. Dann machen wir das. Ja genau, jetzt gehen auch unsere Leute. Aber jetzt, wenn wir in der Schlacht nochmal was sehr Spannendes haben. Okay. Attack! Oh, ich bin gespannt. Okay. Soldiers! Cavalry soldiers! Also was zum Beispiel auch so ein Problem war, wir hatten von einigen Truppen aber viel zu viele gehabt. Also so, ne? Und das war halt dann auch ein bisschen schwierig. Also dann hatten wir auf einmal total so... Seine riesiges Durcheinander. Forward! Spread out! Get moving, Bookman! Move! Okay. Oh, das wird zu lange dauern. Forward! Full scale, square. Square up! Bowman! Move! Okay, wir müssen jetzt nämlich angreifen und die Leute da ein bisschen stoppen. Soldiers! Move! Get moving! Bisschen nerven, damit unsere Truppen vorkommen. Okay.
Okay, jetzt kann's laufen. Wir müssen jetzt natürlich die Leute hier an der Seite auch kratzen. Da ist der erste weg. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe abgedatet oder so das Spiel. Was gar nicht meine Absicht war. Zack, da haben wir noch einen erwischt. Ah, die ziehen sich gerade ordentlich zurück. Also da machen wir gerade richtig fett Schaden. Aber gut, wir haben jetzt auch die besten Leute hier, die wir sonst so hatten. So, der ist weg. Den holen wir uns dann noch. Ich frag mich überhaupt, was für ein Pferd wir haben. Das habe ich auch noch gar nicht im Blick gehabt. Nein. Boah, da habe ich sie, Kalinia. Gut erwischt. Okay, die Leute kommen da jetzt einfach dazu. Die Mountain Archers. Follow me. Wir versuchen uns hier mal zusammenzufügen. Schießt die ab, alle. Okay, da habe ich einen blandischen Guardian erwischt. Das Problem ist ja auch, je mehr Einheiten die Bogenschützen töten müssen, desto weniger, glaube ich, Munition. Ich glaube, die haben ja Munition, ne? Au! Du kleiner Babsack! Du Babsack! Wir müssen abdrehen gerade. Okay, jetzt können wir die nämlich von hinten ranholen. Hauptsache schwingen, Ding Dong. Aua. Aber jetzt reiben wir mal die Bogenschützen auf. Weil die hier echt nerven mittlerweile. So. Und jetzt ziehen wir uns zurück. Und hauen die. Ah. Shitty. Okay, also wir haben den. Das macht auch jetzt einen viel größeren Unterschied, wenn man taktisch arbeitet. Also es macht schon mega viel Unterschied. Also diese Menge an... Wow, okay. Oh, ich hab noch irgendwas offen. Okay, wir müssen uns gerade mal zurückziehen. Also ich muss mich gerade zurückziehen. Moment. Sorry. Was ich das noch machen mag. Das geht nicht weg, oder was? Nee. Sollen gerade mal chargen und dann hier wieder zurückkommen und in das Ski stellen. So, okay. Ich muss gerade gucken, dass ich das irgendwie taktisch klug mache jetzt. So, positioniert euch hier. Ja gut, wir rennen ja gerade in uns rein. Die können ja eigentlich ein Circle machen. Es soll ja auch so Möglichkeiten geben, wo sie ja die ganze Zeit drumherum reiten oder so, ne? Okay. Die warten auf uns. Zieh dich zurück erstmal. Alles gut, lass sie erstmal kommen. Die greifen uns ja jetzt auch. Huch! Sorry! So. Katafaktreiter ist down. Okay, perfekt. Ja, die greifen jetzt natürlich unsere Leute an. Das ist auch okay. Werden unsere Bogenschützen feuern. Und das tut denen halt auch richtig weh. Oh, das ist relativ wenig. Die sind ja eigentlich nur für die Ecken da. Mountain Arch, hear me! Everyone, Mountain Archer! Move! Get moving!
Wow, jetzt hat's mich aber umgehauen. Oh nein, die greifen uns natürlich an, die Idioten. Na gut, aber das gewinnen wir trotzdem. Ja, das gewinnen wir, Dicke. Ja, wir haben 24 Tote, 26 Tote. Das ist nicht dran. Oh, jetzt haben sie uns aber richtig wehgetan. Wahrscheinlich, weil die jetzt die ganze Zeit verfolgen, ne? Ah ne, aber das gewinnen wir. Das Wichtige ist, dass unsere Leute halt bleiben. Alter, wie es uns runtergepurzelt hat. You're my prisoner now. 500 Leute. Abfahrt. Die verkaufen wir instant. Loot ohne Ende. Abfahrt, Alter. Aber so dezimiert man jetzt auch die Gruppen, also die werden jetzt gegeneinander häufiger kämpfen und mit jedem Kampf quasi wird sich das ja auch jetzt verändern, also. Ja. Hier ist zum Beispiel Mesui, die, ah ne, Recruit, ja klar, natürlich Recruiten, was denn sonst. Prisoners, verkaufen. Das sind unsere Truppen. Ja, hier. Es gibt so ein paar Leute, die ich mich brauchen werde. Also sowas hier. Auch Leute, die wir noch irgendwie großartig verbessern. Die vlandischen Sergeants würde ich gerne erstmal behalten. Pick. Imperial Heavy Horsemen. Die werden zu Katafakten. Imperial Veteran Archer. Britannien, die Sturger, ja, brauchen wir gar nicht. Vlandische Galanten sind, genau, die werden zu Banner Knights. Freebooter, die werden zu Fians. Highborn. Werden dann zu dem Mamelucken, Britannien, Militia Archer, die bleiben so, okay. Ein Fian ist dabei. So. Woodrunner sind unwichtig. Skirmisher, bitte, Vogier. Es wird ziemlich viel Geld geben. Also, Banner Knight lassen wir. Valandian Vanguard können wir verkaufen. Brauchen wir so nicht. Skirmisher, gar nicht. Battalion Horsemen. Ah ja, gut, die haben ja keine Reiter, so gut. Der auch nicht. Sea Rider Chief. Ah, Druschnik. Ja, die sind noch vielleicht gut. Imperial Archer, Sturgeon. Ja, genau. Kusait, Sergeants. Brauchen wir nicht. Da können wir ja nochmal gucken, wenn wir noch keinen Platz haben. Heavy Lancer. Oh ja, die lassen wir. Ja, gut, dann können wir eigentlich die Legionäre verkaufen. Ich werde wirklich jetzt, also jetzt, wo wir natürlich eine kleinere Truppe haben, werde ich sehr stark auf Reiter gehen. Ich will halt mehr so eine Truppe haben, die den Leuten so richtig so in den Hintern tritt. Und deswegen Kusaids und Imperial sind die besten, so wie ich es kenne. Birtingard, brauchen wir nicht. Ja. Also rein bei Look können wir ja gucken. Wir müssen halt gucken, was wir verkaufen können. Cavalry. Azerai, Veteran Faris, die werden ja, glaube ich, zu den Palastwachen. Vanguard Faris, genau. Velions, die brauchen wir nicht. Die Sturgischen brauchen wir nicht. Die sind jetzt nicht so stark. Kusaid, Veteran, Tribal Warriors. Ah ja, guck mal, da kommen wir doch genau in die Richtung, wo wir hin wollten. Genau. Und dann müssen wir hier natürlich die Leute verbessern. Ich muss gerade mal gucken, wie viele wir hier tatsächlich nochmal. Wir haben viel zu wenige Ritter bekommen. Oh, wir sind schon gut ausgedünnt worden jetzt in der Schlacht. Die Besten sind ja noch nicht da. Mamelucken. Das mit den Prisoners ist auch relativ lahm, muss ich zugeben. Zack. Also, das ist weg. Und jetzt traden wir. Wir müssen auch gucken wegen dem Schmieden und so, ne? So. Meine Katze schnarcht. Hört ihr das? Schnarch. Die kleine Brownie. Schnarch. Die ist goldig. Hier. Haben wir hier irgendwas Tolles, Wichtiges? Der hat nur nicht das Geld, uns zu bezahlen.
Wir können ja mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas haben, was vielleicht gut ist für einen unserer Leute, die hier rumrennen. Die Body Armor ist gut. Boah, aber die kostet auch. Ah ja, gut, aber das passt. Eine Armor, die so viel kostet, ey. Sumpter Horse, Saddle Horse. Ah ja, hier haben wir noch ziemlich viel. Grain haben wir noch, Flagsfish. Meat, Iron Ore, Clay kann weg, Salz kann weg, Silk und Salz. Und kommen die verkaufen mit Tools, Floor, Zieb, Cow, Jewelry, Wool. Wool passt. Sehr gut, damit sind wir noch ein bisschen schneller unterwegs. So, damit haben wir die eine Schlacht geschlagen. Wir gucken mal auf die Diplomatie. Jawollo. Das hat denen natürlich richtig wehgetan, die Schlacht. Jetzt gucken wir hier nochmal Partys. Ja, die Partys, die... Wir haben noch zu viele, zwei. Die könnten ja mit uns mitkommen. Aber wenn die weg sind, machen wir es so. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Guck mal, da hinten ist was. Wir versuchen mal hier ein bisschen Ärger zu machen. Ich hoffe, wir haben genug Essen für die Leute. Jetzt haben wir sie. Jawohl. Okay, wir kämpfen. Ja, komm, das machen wir auch noch mit. Nice. Ich fühle mich bei den Schlachten auch viel sicherer gerade. Also einfach, weil wir einfach noch mehr... Also wir können mehr taktieren, weil wir nicht so unfassbar viele Leute haben. Oh, ja, den haben wir auch nochmal getroffen. Hey, komm mal. Hey, Kumpel. Ach, da hat er was getroffen, weil ich ihn treffen wollte. Das war ein Blari, okay. Hallo, da wird's gleich wehtun. Will ich nur mal gesagt haben, das wird jetzt richtig doof für euch sein. Weil viele sterben werden. Komplett unnötig. Der hätte einfach wegrennen sollen. Ich sag's dir. Leute hier lassen und wegrennen. Weil das sind halt gut ausgebildete Reiter jetzt. Die tun denen schon mega weh. Ah, guck mal hier. Okay. Charge, einmal charge. Und die kommen hier hin. Wir gehen den mal so richtig auf den Zeiger jetzt mit unseren Leuten. Also Speerträger werden vielleicht mal unsere Nemesis werden. Aber alles andere. Jo, wenn die jetzt nah rankommen. Jetzt kommen wir rein. So. Alter, was ist hier los? Ich komm nicht weg. Ich kann Pfeile mitnehmen, toll. Kann ich durch? Danke. Kann ich durch? Danke. Ah ja, da hinten kommen ja noch welche. Ganz schlecht zum... Also super zum Schlagen, also so zum Schwingen quasi. Aber furchtbar für andere Sachen. Also zum Spießen zum Beispiel. Sehr schön. Sehr schöner Sieg. Boah.
gut, wir haben 2 Leute verloren und 4 Verletzte, aber das geht ja noch. Das war ja noch irgendwie vertretbar. Wir haben wieder Prisoners. Haben die irgendwelche spannenden... Ich nehme jetzt nur noch die spannenden Leute mit. Nee. Kann man so lassen. Können sich die anderen aufteilen. Aber das nehmen wir mit. Das tut uns gut. Naja, die versuchen uns hier jetzt echt zu ärgern. Hallo. Hau ab. Ich glaube, dann wird das ein Hofkastel. Was, die haben das Hof? Na, die haben hier alles wieder eingenommen. Leck mich am Arsch. Epikrotea. Das ist das nächste, was ich gerne hätte. Das werden wir uns jetzt auch holen. Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. Entweder kriegen wir einen von denen. Oh ja. Oh Gott. Oh Gott, das sind 3 Leute. Gegen so eine Macht. Ja, die sind wahrscheinlich alle geflogen gerade und wollten eine Armee aufbauen und jetzt sind sie halt wieder in unserer Hand. Huch. Bug. Ich hoffe, es stürzt jetzt nicht ab. Hello. I want to have you as a prisoner. Thank you. Hello. Wir sehen uns gleich wieder. In der nächsten Folge sogar. Ha! Also von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao. We'll be right back.